Hallo und herzlich willkommen hier auf Führerräder.de. Das ist unsere Spezialreihe zur Relativitätstheorie. Wir sind im Video 7. Es geht jetzt um die Lorentz-Transformation. Warum schon wieder eine Transformation? Wir hatten doch schon die Galilei-Transformation ganz am Anfang der Videos. Nun, bei der Galilei-Transformation haben wir gesagt, die Zeit ist gleich. Da war t gleich t'. Jetzt haben wir bei den vorigen Videos gesehen, t und t' sind nicht gleich. Wir haben die Zeitdilatation da. Das heißt, wir haben den Faktor von Wurzel aus 1 minus v² durch c², um den die Zeiten sich unterscheiden. Und naja, dementsprechend kann die Galilei-Transformation für uns gar nicht mehr das Wahre sein. Wir brauchen also was Neues. Nun überlegen wir uns einfach mal, wir hätten eine Explosion irgendwo im Raum, dann hat das für uns eine Koordinate. Jetzt haben wir im vorigen Video gesehen, dass Uhren, die sich bewegen, also in dem Zug damals waren es zwei Uhren, dass auch die von dem Beobachter, der sich nicht bewegt, nicht synchron wahrgenommen werden. Was können wir nun machen? Na, wir sagen jetzt nicht, wir haben nur eine Uhr, sondern wir haben eine ganze Mannschaft von Uhren. Also was vorhin Z war, der eine einsame Beobachter, der irgendwo im Zug sitzt, das sind jetzt ganze Menge Uhren, die sich bewegen. Also unser Raum, der sich relativ zum anderen Raum bewegt, ist jetzt voll mit Uhren. Und jetzt sagen wir einfach, wir haben eine Explosion. Und das haben die Koordinaten x', 0, 0 und t' im gestrichenen System. Warum 0 und 0 für y und z? Naja, wir haben im anderen Video gesehen, diese die Synchronisationsproblematik entsteht, wenn sich die Uhr in x-Richtung bewegt, wenn sich der Zug auch in x-Richtung fährt. Das heißt, wenn das senkrecht dazu ist, die Uhren da gestanden wären, hätte sich überhaupt nichts verschoben. Das heißt, die y- und die z-Koordinate sind für uns komplett irrelevant. Da könnte es auch irgendwelche anderen Dinge stehen. Das wirkt sich da einfach nicht aus. Das heißt, wenn der Zug in x-Richtung fahren würde, aber die Uhren in y-Richtung alle aufgereiht gewesen wären, hätten wir überhaupt nichts bemerkt vorhin. Deswegen können wir da einfach der Einfachheit von 0 ausgehen. Wir wollen jetzt von x' und t', also der Zeit, die die bewegten Uhren und den Ort, den die bewegten Uhren sehen, möchten wir jetzt zurücktransformieren in das System unseres Beobachters, der am Bahnsteig steht. Nun, die Mannschaft nimmt also x' und t' wahr. Jetzt wissen wir, t, das soll die Zeit sein, die wir am Bahnhof wahrnehmen. Nun, wir wissen t', und jetzt wissen wir aber, dass die Uhren verkehrt laufen. Wir sehen also die Uhr natürlich, die gerade bei uns auch im Ursprung ist. Das heißt, die Uhr, die bei uns im Ursprung ist, ist aber um v mal x' zu weit weg von uns. Das haben wir jetzt im letzten Video gesehen. Das heißt, wir haben einen Zeitfehlbetrag von v mal x' durch c². Das war vorhin im anderen Video, war doch nicht x', sondern l, die Entfernung. Aber das ist bei uns jetzt die Entfernung zwischen der Uhr, die am Ort des Geschehens ist, also bei x', und die Uhr, die im Ursprung steht. Also genau dieses x' als Entfernung. Und nun wissen wir aber noch die Zeitdilatation. Wir nehmen das alles komplett falsch wahr. Deswegen alles noch durch 1 minus v² durch c². Das heißt, wenn wir t ausrechnen wollen, müssen wir jetzt diese kompliziert aussehende Formel benutzen und können nicht mehr sagen t ist gleich t' mit diesem Korrekturterm. Ganz analog kommen wir dann für x. Das ist nichts anderes. Das könnt ihr genauso herleiten wie x' plus v mal t durch unsere Wurzel. Geht genauso. Nun, oftmals muss man das auch von einem gestrichenen System, also einem bewegten System, in das andere umrechnen, oder wir wollen vom Beobachtungssystem das bewegte System sehen. Also wir wollen t' oder x' berechnen, dann ändert sich nicht arg viel. Wenn hier ein Strich stehen würde, würden hier überall die Striche wegkommen und das Plus würde zum Minus werden. Könnt ihr ja alles mal selber versuchen, ist gar nicht so schwer. Also das heißt, unsere Galilei-Transformation sagt uns zu einem das hier für t aus, unsere Lorentz-Transformation sagt uns das hier aus, t ist gleich t', x ist nun x'
plus Vt durch den Korrekturterm. Das ist auch anders als bei der Galilei-Transformation. Das Einzige, was gleich ist wie bei der Galilei-Transformation, ist y gleich y' und z gleich z'. Schreibe ich nicht extra an. Nun, klickt bitte mal auf unsere Homepage vorbei, www.lyrelle.de. Dort gibt es noch weitere Videos zur Relativitätstheorie und auch zu anderen interessanten Themen. Dankeschön.